So, liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Livestream von Balloons Tower Defense 6. Hallöchen. So, höre ich mich auch? Hallöchen. Ja. Tue ich. Self-Audio-Test, check. Okay. 11 Uhr, es ist jetzt 11 Uhr, exakt. Ja, ja. Früh am Morgen. Und ja, ich hatte den Titel reingeschrieben, ich weiß nicht richtig, ob wir machen schwarze Rahmenfarmen oder halt Korb. Aber die meisten scheinen so für schwarze Rahmen zu sein. Vielleicht können wir es auch ein bisschen mixen. Ja, so, haben wir schon Gaming Lenny, hallöchen. Goyce, wie du möchtest. Moin Dragon, hi Goyce, ja. Hi Donnerblitz. Hi Tryhard. Ah, ich liebe mein Stream Deck. Vor allem, dass ich mich immer instant muten kann, ja, damit ihr mein Niesen gerade nicht gehört habt. Ah, so. Wir haben sonst noch so dabei. Mr. Anon ist am Start. Levin, Mouse Gamer, Lukas, Valle Clash, Ruby and Jax. Oh, cooler Name. Mike Nike, I'm Stone am Start. Ben Edel, auch noch nie gehört. Jacob und O7, der gestern 5 Euro über Superchat gespendet hat. Hallöchen. Was ist der schwarze Rahmen? Kein Problem, haben wir natürlich ein entsprechendes Kommando dazu. Der schwarze Rahmen ist übrigens das hier, was ich über Affenaue drum habe, über Baumstumpf, um Stadtmitte, um eingefroren. Und zwar sind das einfach spezielle, spezielle Auszeichnungen, wenn du alles auf der Map geschafft hast. Deswegen werden wir auf jeden Fall mindestens einmal Alpinablauf erstmal machen. Dort uns den Half-Cache-Modus durchziehen. Um dort nämlich den schwarzen Rahmen zu bekommen. Du sprichst meinen Namen falsch aus. Ja, 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 ja. Wie soll ich dich denn sonst aussprechen? Erklär mal. Machen wir Wurfpfeile, wa? Ich habe ja gar kein Geld. Ist ja voll doof. Machen wir noch einen dritten hin. So. Hi Wither, hi Tobiani, hi Pascal. Alter, Jacob, schon wieder 5,49 € über Superchat gespendet. Vielen Dank. Wow. Nicer Dude. Vielen, vielen Dank. Gesundheit, Trad, danke so. Hi BLC Schlumpf. Mount Cars Gamer, Hallöchen Luca Miller. Noah Schmidtmann am Start. Hast du meine Antwort zu deinen Fragen mit dem Pool gelesen? Ich lese nicht jedes Mal sofort die Kommentare. Meistens mache ich das irgendwie in einem ruhigen Augenblick. Um die auch zu verstehen. Hi Grisi. Guten Morgen Zombie-Killer. Moin Nope.io. Spiel doch mal wieder Grow Castle. Kostet sehr viel Zeit. Das kostet sehr viel Zeit, das Spiel. Und es gibt ja auch nichts mehr wirklich Interessantes in dem Spiel. Glaube ich zumindest damals. Ja, Jacob. Er kommuniziert über 5,49 € mit mir. Ich habe 8 schwarze Rahmen. Ich bin auch irgendwie, glaube ich, so demnächst, wenn ich hier ein paar Medaillen noch mache in dem Bereich, 8 schwarze Rahmen. Zumindest habe ich schon 15 Chimps-Medaillen auf schwarz geschafft. Das heißt, ich könnte mir 15 schwarze Rahmen holen. Das wäre nicht das Problem. Bist du im Streaming-Trip oder was? Auf jeden Fall, gerade schon irgendwie. Da habe ich richtig Lust drauf. So, müsste. Ne, haben wir noch nicht genug Geld, glaube ich. Ja? Da fehlt noch ein bisschen was. So, wer nicht weiß, was halbes Geld ist, im Chat steht's. So, oben. Jing. Glaub bei dieses weniger Geld ist der Held Benjamin am besten. Ja, Mausgamer. Kannst du mal lesen, was ich da geschrieben habe. Benjamin ist hier echt suboptimal im Spiel. Zumal du erstmal 1300 Gold bräuchtest, um den setzen zu können. Guten Morgen, Philipp. Sieht spannend aus. Ja, machst du noch Korb? Schauen wir mal, Nope, yo, ne? Denke, wir werden es so ein bisschen Mischmasch machen. Ich habe einen Rahmen. Yay. Morgen Gaming, mir geht's gut und dir? Du bist der Erste, der meinen Namen falsch ausspricht. Ah ja. An Ben Edel glaube ich nicht, dass man irgendwas falsch aussprechen kann. Machen wir Ninja? Ich
Wie findest, was findest du schwerer? Halbes Geld oder ein Platzbar? Halbes Geld auf jeden Fall. Und Platzbar ist lächerlich. Das ist keine Schwierigkeit. Hi Nonstop. Hi Isni. Hi Dachi. Hi, bin wieder da. Kennst mich noch von gestern? BT6 Nada Strike. Der Name ist ja zumindest jetzt nicht im Kopf geblieben. Ich bin gerade aufgestanden, ne? Ich bin schon seit 2 Stunden wach, hab schon ein bisschen was aufgenommen, hab ein bisschen YouTube gemacht, so an sich so Videos verarbeiten und so. Hab gestern alle Mittelstiefler-Maps auf dem schwarzen Rahmen bekommen. Nice. Was findest du schwerer? Halbes Geld oder ein Platzbar? Habe ich dir gerade beantwortet, lieber Marcel. Hörst du bitte einmal zu? Meine Güte, ey. Entweder ich spreche so undeutlich oder ihr solltet euch echt mal waschen gehen. Guten Morgen, Armat LP. Hallöchen. Gab ein paar neue Updates bei Grokers, das war mein erster Lieblingsprojekt, was ich bei dir geschaut habe. Ja, aber weißt du, wie viel Zeit ich da reingesteckt habe? Ich habe das Spiel 24 Stunden am Tag laufen lassen, um überhaupt Geld zu bekommen. Damit ihr jeden Tag eine Folge bekommen habt. Das war echt nicht einfach. Welchen Helden findest du ist der beste? Ich habe hier eine Heldenrangliste vorbereitet. Wie sie meiner Meinung nach da am besten sind. So, wir machen mal hier ganz kurz Enttarnung. Ist das schwer oder alte Wohnen? Das ist halbes Geld. The Cave. Half Cash. Ja. Das ist not so einfach. Habe gestern meine Switch bekommen. Was hast du denn so viel Spiele auf der Switch? Waschen dann mit der Dreck nachrutscht, ja. So sieht's aus. Hallo, guten Morgen. Den Stream gestern habe ich verpasst. Sorry, macht nichts nur. Alles, was ich ja streame, das kommt ja in irgendeiner Form immer auf YouTube, ne? Entweder als Einzelausschnitte oder als halt Gesamtausschnitt. Zum Beispiel Florencia bleibt als gesamter Stream oben. Als Livestream-Projekt. Kennst du Mario Odyssey? Ne, vom Namen her aber. Du findest halbes Geld schwerer. Okay, ja, richtig. Ist ja die Frage, hätte sie dir sparen können, die zweite. Mario Odyssey, ah ja. Okay. Ich weiß nicht genau, was Mario Odyssey ist. Wir brauchen noch 1400 Gold in 3 Runden. Das kriegen wir bestimmt hin, oder? Kannst du uns deine Heldenrangliste bitte sagen? Boah, Alter. Manchmal fühle ich mich echt verarscht hier. Könnt ihr überhaupt lesen, was ich da schreibe? Also, guckt in den Chat, da schreibe ich es rein. Da poste ich das rein. Ich habe zu wenig gegen Tarns. Aber ich brauche mir den Arkanmeister. Hast du eine Nintendo-Konsole? Nee, habe ich nicht, aber ich bin auch mit PC-Spielen bedient. Derzeit brauche ich noch nicht mehr. Mario Odyssey ist Mario-Game. Ja, dachte mir schon, wenn Mario drin ist, dass es ein Mario-Game ist, aber es kann ja ein Jump'n'Run sein, es kann ja irgendwie so ein Adventure sein. Das ist ja mittlerweile sehr vielseitig. Ich glaube, ich habe verloren, ne? Nö, alles gut. Alles in Ordnung. Was findest du schwerer, um Platzbar oder Chimp? Das ist ja wohl selbstverständlich, Chimp ist schwerer.
Da dürfte es eigentlich keine zwei Meinungen geben. Chimps ist zwangsweise schwieriger. Weil du einfach kein Affenwissen hast, keine Continuous. Machst du später Kopf oder schwarzer Rahmen? Gerade ist gekommen. Das steht ja im Titel. Ich weiß es halt auch nicht so richtig, ne? Das hätte ich ja reingeschrieben. Wir werden wahrscheinlich so ein Mischmasch machen. Einmal Singleplayer-Mission, dann Koop, Singleplayer-Mission, Koop und so weiter. Denke ich. Was haben wir heute eigentlich für ein Datum? 18. So. Wachstumsblocker, hätte ich das Dorf weiter vorne gebraucht? Wäre ganz praktisch gewesen. Spiel zu Minecraft. Ich habe ganz viele Minecraft-Projekte auf meinem Kanal. Luca, kannst du dir gerne angucken. Derzeit spiele ich kein Minecraft mehr. Moagliefen. Aggressive Gliefen. Hat das Stream eine Verzögerung? Sollte minimal sein, die Verzögerung. Echt, die sollte fast nicht spürbar sein. Aggressiven Geliefen machen echt Laune. So, na, da ist gern noch, damit auch der Boomerang-Affe was angreifen kann. Wie lange machst du heute? Keine Ahnung. Leute, ihr könnt euch diese Frage mit wie lange ich streame überhaupt sparen. Immer. Bei jedem Streamer könnt ihr euch diese Frage sparen, wie lange der macht. Weil es gibt dafür keinen Zeitplan. Man macht so lange, wie man Lust hat. Und scheiße, ich kenne keinen Streamer, der sagt, okay, ich mache 18 Uhr. Wenn es 18:00 ist, dann mach ich aus. So einen. Ich habe so einen Streamer noch nie gesehen. Noch niemals. Wie ich Korb mache. So mach ich Korb. Steht im Chat. Wie kommt man auf den Discord? Da den Discord-Ding habe ich gerade in den Stream gepostet, in den Live-Chat. Für 163 bräuchte ich, glaube ich, noch ein bisschen was an Damage, oder? Schau, ob wir die 10.000 kriegen für die Arkan-Nägel. Du meinst gestern, dass du vielleicht mit dem Rahmen spielst. Egal, richtig. Vielleicht. Und sowieso nicht ein halbes Geld, weil der Nekromant kostet einfach mal über 20.000. Halbes Geld, man kriegt nur die Hälfte des Geldes. Ist logisch, ne? Man muss trotzdem 80 Runden bestehen. Geh mal zu Pazimo, der macht das. Ah ja. Du bist der Beste und immer ähnlich. Das mag ich auch und immer ehrlich. Ehrlich! Mit Ä! Hi, Sakin! Hey, war gerade noch essen. Ja, Gois, du warst ganz schon am Anfang da, aber willkommen. Was machst du gegen den BFB? Hoffentlich Arkan-Nägel. Ansonsten hoffe ich einfach mal, naja, vielleicht mache ich auch einen zweiten noch dahin. Also wie kriege ich bis dahin nicht mehr mal. Machen wir noch einen zweiten. Oh, Abschluss hätte ich mir sparen können. Gamelane, bist du im Discord? Danny, wenn ich ja da bin. 024 Magier, ja, das ist der Nekromant. Ach ne, der 024, der kostet nicht so viel, aber der 025er kostet halt. Aber der bringt ja an sich nicht so viel. Der ist ja interessanter. Na gut, wenn ihr ihn sehen wollt. Was soll's, wa? Bisschen Geldverschwendung, aber jetzt wäre es ganz cool, wenn ich den hätte. Oh naja.
LRS ist keine Ausrede für schlechte Rechtschreibung im Internet, mein lieber Lenny. Da muss man sich halt ein bisschen mehr Zeit nehmen für die Posts. Und dann kriegt man das auch fehlerfrei hin. Im Internet ist es überhaupt keine Ausrede. Das ist echt schlecht. Dann strengst du dich einfach nicht an. Es gibt Textbearbeitungsprogramme, die dir anzeigen, ob irgendwas falsch ist. Es gibt Google. Wenn du später Kurven machst, machst du dann wieder über Discord mit dem Reden oder machst du das ohne Reden? Immer ohne Reden. Ich habe das mal nur einmal ausnahmsweise gemacht. Und wenn ich das mache, dann kündige ich das, dann sage ich das halt. Aber solltet ihr nicht als Anlass nehmen, mitspielen zu müssen. Ciao, Frühstück jetzt um 11. Okay, Noah, na dann, lass es dir schmecken. Machst du Koop nur leicht und mittel oder auch schwierige Modis? Eigentlich auch schwierige Modis, aber nur mit Leuten, wo keine Lags sind. Kann ich leider bei euch nicht davon ausgehen, dass es immer ohne Lag frei geht. Also ich habe teilweise schon Runden bis schwer gebraucht mit 80, die haben irgendwie 50 Minuten gedauert. Sowas werde ich nie wieder machen. Nie wieder. Wenn mir eine Runde zu lange dauert, werde ich rausgehen. Weil ich echt Wichtigeres mit meiner Zeit zu tun habe, als irgendwie 10 Minuten jedes Mal auf irgendjemanden zu warten mit einer schlechten Leitung. Deswegen, ihr braucht eine gute Leitung, um mitspielen zu gerade schwierige Modus. Deswegen mache ich eigentlich nur leicht und mittel erstmal im Koop. Und mit schwer, dann muss ich wirklich, dann weiß ich nicht, da mache ich mir eine Liste, mit wem ich spielen kann oder so. Ich will auf jeden Fall nicht nochmal 50 Minuten für 80 Runden brauchen. Ich brauche für Chimps alleine 25 Minuten. Ja. Da werde ich nicht für eine Koop-Mission 50 Minuten für 80 Runden brauchen. Das ist doof. Wieso machst du die Affen mit Tarn sehen, obwohl du Dorf hast? Dann mach doch mit dem Feuer. Ja, ja, ja. Nee, intensive Magie ist schon wichtig. Das erste, das hier. Hi Darky, ist das Standard-Alter-Führung? Das ist halbes Geld, Thorn. Half Cash. Hast du die Challenges schon gemacht? Welche Challenges meinst du, Guys? Die Daily und die Top Challenge. Die Daily Challenge habe ich vorhin einfach für mich alleine gemacht, weil ich Lust hatte. Oder gestern Abend, weiß ich gar nicht genau. Die Top-Herausforderung mache ich nicht mehr. Bei Koop kann man Luft ablassen, nicht öffentlich spielen, sondern nur halt in Runden mit COD kannst du später mal Luft ablassen im Koop spielen. Mal schauen. Mag kicken. Kann ich mal mit dir schwer machen, bin auch auf Steam. Ja, ich glaube, ich mache erstmal alle leichte und mittel und dann werden wir so uns langsam zu schwer antirschen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Es leckt nur bei mir, wenn ich im Discord im Voice bin. Wusstest du, dass man mit doppelter Geschwindigkeit die Verzögerungsstream wegbekommt? Ich habe keine Verzögerungsstream. Also nur ganz wenig. Und das ist halt Standard-Delay. Habe mir damit das Spiel auf PC gekauft, dass ich mit dir spielen darf. Du kannst es auch auf Mobile spielen, ne? Also klar, PC ist halt bessere Leitung, was du auf jeden Fall später brauchst oder eine bessere Verbindung. Mit Mobile und PC kann man trotzdem zusammenspielen. Ist halt nur entsprechend die Leitung oder die Verbindung nicht ganz so geil. Naja, schöner Nekromant. Macht Laune mit ihm. Welchen Teil der Reihe spielst du am liebsten? 6. Das ist der beste. Andere YouTuber haben gefühlt 2 Minuten Verzögerungsskin. Ja, gut, kann man einstellen. Man kann auch 10 Minuten Delay einstellen. Man kann eine Stunde Delay einstellen. Das geht halt auch. Ich aber wegen den Lags. Ja, das ist okay. Dann muss man halt mal schauen, ob die Steam-Version dann den gewünschten Effekt bringt. Oder ob es dann tatsächlich vielleicht an der Internetleitung liegt. Über WLAN ist natürlich immer schwieriger als über LAN. So, hi Noob Gamer, hi Felix. Und gleich haben wir auch hier bei Alpinablauf den schwarzen Rahmen. Bei mir liegt es nur, wenn ich die Discord geöffnet habe. Oh, okay. Kann ich mir jetzt irgendwie nicht so richtig einen Reim drauf bilden, warum das so ist, aber okay. Ihr sagt das schon so.
würde Arkan-Nägel bauen. Für Runde 80. Kriege ich das noch hin? Bestimmt, wa? Ansonsten muss ich verkaufen. Oh, noch ein BFB? Ja, okay. Genug Geld für Arkan-Nägel. Er hat so kurz den ZOMG killen. Und dann haben wir hier einen schwarzen Rahmen. Geizig habe ich erhalten. Und damit haben wir Alpinablauf ebenfalls auf schwarz bekommen. Parkweg muss ich dann demnächst mal noch anfangen, damit hier der erste Screen immer schön in schwarz ist. Achso, mal hier haben wir noch ein. Gewinne 10 Spiele im halbes Game-Modus. Oh, nice. Nehme ich mit. Generelle Geldversorgungskisten 250 Gold. Schick, schick.